Liebe Brüder und Schwestern, viele Geheimnisse unseres Glaubens sind heute im Evangelium ausgesprochen worden. Die Wirklichkeit dessen, was Gott uns schenkt in seinem Sohn, Jesus, dieses ewige Wort des Vaters, es wird Mensch für uns, ja, er, der Menschensohn, wie Jesus sich nennt, er streut den Samen aus, den Samen des Wortes, die frohe Botschaft. Bis heute streut der Herr seinen Samen aus durch seine Kirche, in alle Erdteile, alle Kontinente, ja, alle möchte er erreichen mit seinem Wort. Aber oft wird dieses Wort nicht angenommen. Oft fragen sich die Menschen, ja, wieso greift Gott nicht ein? Warum geschieht so viel Böses in der Welt, so viel Ungerechtigkeit? Warum lässt Gott das zu? Im heutigen Evangelium haben wir eine teilweise Antwort für dieses Geschehen in der Welt. Ja, Jesus beantwortet sozusagen diese Frage, ja, diesen Ruf zu Gott, diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Ja, warum, Herr, warum lässt du es zu, dass so viele unschuldige Menschen sterben müssen, dass so viele Terroristen Anschläge verüben, dass sich ihr Lehren ausbreiten? Jesus sagt es heute, ihr lasst beides wachsen bis zur Ernte. Ja, oft möchten auch wir dieses Unkraut ausreißen, so wie im heutigen Evangelium die Knechte. Ja, aber damit, hier wird ja nicht nur das Unkraut, sondern auch der gute Same, der Weizen, ausgerissen. Gott hat Geduld mit uns, Geduld mit den Menschen. Er hat diese Macht, so haben wir heute in der ersten Lesung aus dem Buch der Weisheit gehört. Er ist der Allmächtige. Ihm steht die Macht alle Zeit zur Verfügung. Und weil er allmächtig ist, weil er alles vermag, ist er geduldig, ist er gütig, wartet er darauf, gibt er Zeit zur Umkehr. Gott möchte ja, dass alle Menschen gerettet werden. Alle sollen diese Chance bekommen, dieses Leben zu gewinnen. Ja, die ewige Weisheit Gottes, sie hat alles geordnet, gefügt, sie hat die Welt geschaffen. Gott selber offenbart sich in seinem Sohn Jesus als diese Weisheit Gottes, als die Wahrheit und das Leben. Ja, Jesus, er ist nicht nur der Retter. Auf sein Erbarmen dürfen wir hoffen, er ist auch der Richter. So ist es nicht unbedeutend und gleichgültig, ja unwichtig, wie wir leben, wie wir uns entscheiden, ob in uns der gute Same wächst, dieser Weizen, oder ob in uns, ja in unserem Herzen, dieses Unkraut sprießt, das Schlechte, das Böse. Wir sollen die Gebote Gottes halten. Wir sollen dieses Wort Gottes beherzigen. Ja, wir sollen uns für Jesus, für sein Evangelium entscheiden, ihm nachzufolgen. Auf sein Erbarmen dürfen wir alle Zeit hoffen. Auf dieses Erbarmen unseres Vaters im Himmel. Auf die Güte des Allmächtigen. Ja, oft wissen wir nicht, wie wir beten sollen.
Aber wichtig ist es, zum Herrn zu kommen, ihn zu bitten, dass er uns stärkt, dass er uns hilft. Ja, dass er unsere Schuld hinwegnimmt, besonders auch in der Beichte, im Bußsakrament, dass wir wieder ganz frei sind, ganz frei für ihn, ein offenes Herz haben. Ja, oft wissen wir nicht, ja, wie sollen wir beten, aber wir haben ja diesen Geist empfangen, diesen Geist Gottes. Und so haben wir heute in der zweiten Lesung gehört, ja, dieser Geist Gottes selber nimmt sich unserer Schwachheit an, unserer Unbeholfenheit. Er betet in uns und für uns. Er kennt die Sehnsucht unseres Herzens, er kennt unseren guten Willen, unser ehrliches Bemühen. Ja, bemühen wir uns um diese Gnade Gottes, um diesen Heiligen Geist in uns. Er lehrt uns zu beten, er lehrt uns rufen, Vater, unser im Himmel. Er stärkt uns in diesem Glauben, in dieser Hoffnung und Zuversicht, dass der Vater im Himmel bei uns ist, dass er uns vergibt, dass er uns neues Leben schenkt. So kann dieses Samenkorn in uns wachsen, das manchmal ganz klein ist wie ein Senfkorn, ganz unscheinbar, fast unsichtbar. Und doch wird es zu einem gewaltigen, großen Baum, größer als alle anderen Gewächse, so haben wir auch im Evangelium gehört. Ja, durch die Hilfe und Gnade Gottes, durch die Hilfe des Heiligen Geistes, kann dieser Sauerteig des Evangeliums unser Leben erfüllen, umwandeln, kann dieser Sauerteig in uns bewirken, dass auch wir Zeugen sein können für das Evangelium, für die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. So sollen wir allezeit bereit sein für den Herrn, für sein Kommen, für die Begegnung mit ihm, ja für dieses Gericht Gottes, das aber jenen Erbarmen schenkt, die bereit sind, auch selber Barmherzigkeit den Mitmenschen zu erweisen. Wir feiern heute auch das Fest, eigentlich das Hochfest der heiligen Maria Magdalena, unserer Kirchenpatronin. Wir haben es gestern schon gefeiert. Auch an ihr wird dieses Erbarmen Gottes sichtbar. Es heißt, Jesus hat sie von 7 Dämonen befreit. Ja, sie war verstrickt in das Böse, in die Sünde. Doch Gott hat sich ihrer erbarmt und sie ist ein neuer Mensch geworden. Ein Mensch, der gebrannt hat in Liebe zu Christus. Ihr Herz hat gebrannt in dieser Liebe Gottes, in diesem Feuer des Heiligen Geistes. Ja, dieser Sauerteig des Wortes Gottes hat ihr Leben verwandelt. Dieses Wort ist in ihr gewachsen und hat überreiche Frucht gebracht. Ja, so möchte dieses Wort Gottes auch in uns wachsen. Der Herr möchte uns befreien von allem Unkraut, von all dem, was uns schadet, was uns das Leben raubt, was uns letztlich die Freude nimmt, die Hoffnung, die Zuversicht. Wir dürfen dem Herrn vertrauen. Jesus, der Herr, der Retter, er schenkt sich uns im Geheimnis der heiligen Eucharistie. Und mit ihm kommt neu dieser Geist Gottes zu uns, der uns zu neuen Menschen macht, der uns stärkt zum Zeugnis für die Wahrheit, zum Zeugnis für das Evangelium. Amen.